Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Empire Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Preußen. Und im letzten Teil haben wir Westfalen den Krieg erklärt. Wird ja mal allerhöchste Zeit, dass wir die preußische Rheinprovinz auch preußisch machen und uns die mal holen. Also das Rheinland holen wir uns in Bälde. Tatsächlich ja hier auch eine Region, wo es schon vor der polnischen Teilung natürlich preußischen Besitz gab. Okay, da werden wir uns auf jeden Fall drum kümmern. Und wir schauen mal heute, was dieser Kampf gegen die polnischen Rebellen... Warum spinnt mein Mauscrawling gerade wieder so? Egal. Wir schauen mal, was unser Kampf gegen diese polnischen Rebellen hier so bringt. Wir sind doch, meine ich, halbwegs gut aufgestellt, um dieser Armee das Handwerk zu legen. Und dazu schicken wir unsere feinste Infanterie aus, mit der Unterstützung unserer feinsten, doch mittlerweile angeschlagenen Artillerie, die immerhin noch eine relativ schlechte Artillerie ist. Zumindest noch für die nächsten Runden. Wir haben immerhin das Ringbajonett erforscht und das gibt uns doch deutlich bessere Nahkampfmöglichkeiten. In einem zweiten Schritt wollen wir diese preußischen Rebellen natürlich, also wir wollen jetzt auf jeden Fall Richtung Lwów weiter marschieren. Wobei mir gerade einfällt, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Regimentern könnte man auch fast überlegen, ob wir schlechterdings versuchen, diese Stadt zu verteidigen. Und direkt rausmarschieren. Warum eigentlich nicht? Das schaffen wir doch. Wir warten hier unmittelbar an der Grenze. Jetzt haben wir natürlich hier keine Kavallerie drin, ne? Das ist so ein bisschen der Nachteil. Da müssen wir uns gleich mal drum bemühen. Wir rekrutieren Miliz. Wir rekrutieren keine Miliz mehr. Nein, das reicht. Und genau, du wirst gerade aufgebessert. Hier rekrutieren wir eine Miliz. Das müsste eigentlich auch ausreichen. Ich bin gespannt, ob er uns angreift. Ich gehe davon aus, weil die KI sich hier wahrscheinlich gute Chancen ausrechnet. Aber wie wäre es denn, wenn wir uns mal noch einen weiteren General gönnen? Johann Schmidt. Okay, ein Name wie Silberklang. Alles klar. Dann war's das, ne? Jawohl. Rekrutieren wir hier irgendwas? Habe ich da was reingesetzt? Nee, ne? Okay, und hier? Auch nicht, ne? Reicht auch, glaube ich. Ich meine, das müssten wir hier eigentlich ganz gut verteidigen können. Lassen wir uns überraschen. Gucken wir in die nächste Runde. Ah, ich muss noch einstellen, dass wir... Genau, das wird bei mir immer mit... das wird bei mir immer, wenn ich das Spiel neu starte, zurückgesetzt. Das hat was damit zu tun, dass ich meine Skriptdateien schreibgeschützt habe. Ich möchte nämlich nicht gerne, dass meine Debug-Cam immer wieder von dem Spiel überschrieben wird, sobald ich hier irgendwas an den Grafikeinstellungen ändern möchte. Das mache ich dann meistens händig. Friedensvertrag mit Bayern. Es ist verlockend, aber da sie mit Österreich verbündet sind, ist es eigentlich keine wirkliche Option. Es ist auch leider mit Westfalen keine wirkliche Option. Und Württemberg will keinen mit uns, weil die haben schon eine relativ schlagkräftige Armee. Und jetzt werden wir angegriffen. Es ist mal wieder Zeit, dass wir uns verteidigen. Ich hätte eine Kavallerieeinheit noch da lassen sollen, aber ist egal, wir schaffen es auch so. Wir müssen uns nur mit der Infanterie halbwegs kompakt halten. Das ist echt merkwürdig, ne? Ich glaube, von diesem Grafikfehler hat auch ein Zuschauer berichtet. Den habe ich tatsächlich aber nur mit meinem Aufnahmeprogramm. Vielleicht werde ich mal den Aufnahmemodus ändern. Könnte auch ganz sinnvoll sein. Okay, gut. Genau, stelle ich mal hier auf. Hallo, ich habe die noch nicht alle ausgewählt. Komm mal hier rüber.
So. Vorschlag besetzen, besetzen, besetzen. Hier dicht machen und gegebenenfalls noch eine andere Nummer dicht machen. Da er ohne Artillerie kommt. Ein Gebäude ein. Hallo, dich habe ich doch von hier hingeschickt, ne? Ach nee, da ist ja noch. Ach, siehst du mal, eine Kavallerieeinheit haben wir noch übrig. Das ist gar nicht mal so schlecht. Haben wir was davon, wenn wir dich hier hinter den Zaun stellen? Nee, ne? Wir haben eher was davon, wenn wir dich hier hinter die Mauer stellen, ne? Das wissen wir. Du willst mich jetzt aber echt veräppeln, ne? Ich kann mich nur von einer Seite an diese Mauer dran stellen. Wir müssen sehen, aus welchem Bereich wir tatsächlich hier angegriffen werden. Doch, ne, mit der Alt-Taste kann man doch die Seite wechseln, ne? Da komm, dann mach das mal gerade. Geh mal dahin. Oh, das ist das aber blöd, ne? Hier ist die Aufstellung vielleicht in diesem kleinen Waldstück hier ein bisschen besser. Ich denke mal, er wird versuchen, uns mit der vollen Masse zentral zu stürmen. Sollten wir allerdings schaffen. Wäre natürlich jetzt schön, hier Linieninfanterie noch mit dabei zu haben. Vielleicht können wir mit den Pikenieren sogar ein bisschen in seine Reihen reindrücken. Natürlich aufpassen, dass wir hier nicht flankiert werden. Das sieht mir auch insgesamt ein bisschen gefährlich hier aus. Positionieren uns hier mal schnell neu. Unsere Milizregimenter werden hier nicht so viel ausrichten, aber immerhin ein paar Treffer sind dabei.
kommen sie angelaufen, die Berserker. Stelle ich mal schnell neu auf. Gespannt, wie ich den erwischen kann. Immerhin, die Moral seiner Truppen scheint jetzt nicht die beste zu sein. Ich glaube, es könnte ja auch sinnvoll sein, diese Regimenter nochmal aus der Stadt abzuziehen. So, bitte hier deine Speerwand an. Ne, beweg dich mal noch nicht. Das ist ganz gut. Auf den schießen ist sicherlich keine schlechte Idee. Und die Infanterie hier in den Rücken seiner Einheiten zu bewegen, ist sicherlich eine gute Idee. Komm mit dem... Ah, so ein Dreck, ey. Das durfte eigentlich nicht passieren. Vielleicht kann unser General sie nochmal zum... dazu überreden, dass sie zurückkehren. Du musst da unten langlaufen. Das ist ganz schlecht, was du machst. Das ist auch schlecht, was du machst. Du schießt mich auf die eigenen Männer. Ja, versuch weiter da die Truppen aufzureiben. Moment. So. Zwecklos. Zwecklos. Sie kommen nicht mehr wieder. Einheiten hier aus der Piazza raus. Na, Kampfmodus und Angriff. Komm, wir haben ihn eben im Rücken angegriffen. Das muss ich doch auszahlen hier. Jawohl. Werfen wir unsere Infanterie gegen seine verbliebenen Kavallerieregimenter. Versuchen ihn hier zu binden. Der schießt wahrscheinlich hier unsere Pikeniere so langsam runter, ne? Mal hier hin. Mach diesen Speerwall aus und lauf du mal zurück. Okay, versuch du hier hoch zu gehen und ihn dann gleich zu flankieren. Das sieht doch gut aus. Das ist unser General. Der macht einen guten Job. An. Verfolge ihn bitte. Ich habe keine Lust, dass da irgendeine Einheit zurückkommt. Na komm. Und du kannst vielleicht hier noch mithelfen. Unsere noch nicht so kampferprobte Miliz scheint das hier aber ganz gut hinzubekommen. Mit der nötigen Unterstützung unserer Generalität konnten wir hier aber auf jeden Fall schon ein paar schwere Verluste zufügen. Bitte weiterverfolgen. Hier so im Zeitlupentempo mit dem Bajonett hinterherlaufen. Komm, piekst die Pferde in den Popo. Komm, schnell. Ah, oh, Mann, 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 Mann. Genau, komm, einmal Pferdegulasch. Ich weiß nicht, kriegt die Miliz dann wenigstens einen Kampfbonus gegen Kavallerie? Lässt sich jetzt hier schwer sagen, ne? Oh Mann, haben nur 8 Regimenter überlebt. Das ist echt wenig, ne? So, schnell hier angreifen. Ich glaube, wir haben... tatsächlich diese Schlacht überstanden.
erwischst du den noch? Das sind nur noch 7. Du erwischst bitte ihn noch. Okay. Komm. Jawohl. Genau, die flüchten ja sehr praktisch direkt hier über den Map Edge, ne? Junge, 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 das gibt's einfach nicht, ne? Vollkommen schamlos geflüchtet hier. Aber okay. Wir haben die Stadt erfolgreich verteidigt, ne? Komm hier, dann Gefecht abbrechen. Da erwischen wir jetzt auch nichts mehr. Ein grandioser Sieg. 300 Feinde getötet, 15 durch Friendly Fire. Nee. Ja, ja, das ist okay. Rekrutierungsbericht, okay. Baubericht. Okay. Und dann brauchst du noch eine Runde. Und wie sieht das mit dir aus? Oh, so eine tolle Armee, oder? Ah. Das ist. Da ist hier doch Galizien, Podolien. Wird gleich unser sein. So, dann machen wir doch einfach mal weiter im Programm. Wir wollten gerne Galizien, Volynien einnehmen. Moment, erstmal gerade. Ich musste zwischendrin mal eine Pause machen. Ah ja, gut, aber das ist noch ausgeschaltet. Cool. Ja, okay, gut, alles klar. Mach bitte den Angriff. Das ist eine Festung, ne? Oder der hat da eine Festung drin. Ja, holen wir uns schnell noch. Und den Vormarsch auf Köln müssen wir natürlich auch noch ins Werk setzen. Okay, wir suchen einen halbwegs brauchbaren Artillerie-Spot. Der ist dann wohl hier. Ja, also ich weiß ja. Okay, gut. Nee, sieht aber so aus, als würde das gehen. Und dann sieht mir das hier aber auch nach einem ganz brauchbaren Spot für unsere Inf aus, beziehungsweise wir können die auch hier hinten aufstellen. Mal gucken, ich weiß nicht, vielleicht kann er tatsächlich auf unsere Arti schießen. Das müssen wir mal rausfinden. Ich schieße erstmal hier drauf. Ja, ja, der schießt da irgendwie auch. Aber wir machen immerhin Damage, ne? Gucken wir mal. Also alles, was wir hier da in der Festung zerstören können, das nehmen wir gerne mit, ne? Das treffen ja auch tatsächlich sehr viele unserer Schüsse hier. Schieß mal da auf die Mauern. Ich weiß jetzt nicht, wo er vorhin drauf geschossen hat. Na gut, wir gucken mal. Ah ja, ist doch super. Oh. Moment, das ist, warte mal, der rückt jetzt tatsächlich da raus. Was sind das? Bürger mit Musketen, ne? Das ist ja tatsächlich so. Seine Hauptstreitmacht, so mehr oder weniger, ne? Ui, wir haben da Aufpraller, okay. Komm mal hier hin. No, cool, ey. Also wir kriegen es echt hier ganz gut hin gegen den. Ja, soll der dann halt rauskommen, ne? Wir schießen ihm auf jeden Fall das Fort kaputt. Warum auch nicht, ne? Ich meine, wir haben die überlegene preußische Artillerie hier. Ja, genau. Lauf mal wieder rein. Du hast doch Fire at Will. Du müsstest ja eigentlich auf diese... Oder vorhin wenn bereit, ne? Du müsstest ja eigentlich auch auf die anderen Einheiten hier schießen können. Warum
Geht das denn jetzt wiederum nicht? Schieß mal hier hin. Gucken mal, vielleicht schwächen wir seine Einheiten ja auch noch ein bisschen. Nicht wirklich. Ich glaube tatsächlich, man muss wirklich auf die. Ich glaube tatsächlich, man muss so zielen, dass wir noch innerhalb unseres regulären Bereiches schießen, sonst machen wir keinen Damage oder so, ne? Kann das sein? Wir schauen mal gerade. Da steht Schaden 100%, ne? Aber unzerstörbar. Aber größere Löcher kriegen wir da nicht rein, ne? Ja, das ist so frech, ne? Also ein Zuschauer hat mir geschrieben, auch mit den Explosionsgeschossen macht man tatsächlich wirklich keinen Schaden mehr, ne? Ui, das hat gerade heftigst geleckt. Oder es leckt generell gerade heftigst. Was ist denn los? Schieß mal hier hin. Jesus Maria, 4 Frames pro Sekunde ist nicht dein Ernst. Dann wird irgendwas mit der Grafik hier zu tun haben, schätze ich. Aber bisher mal noch nix hier, ne? Okay, alles klar. Kinder, dann. Komm. Mach das mal aus. Wir gehen hier in Position. Also du darfst jetzt wirklich echt aufhören zu feuern, ne? Okay. So, wir gucken mal ein bisschen in die andere Richtung. Heftigst. Das ist der ultimative Frame Drop. Okay. Tatsächlich, wenn ich scrolle, dann geht es noch halbwegs flüssig. Also bleiben wir mal im Scroll-Modus, dann habe ich wenigstens noch 57 Frames. Das kann ja wohl nicht an der, also an der Graka kann es nicht liegen. Ich habe eine super Grafikkarte drin. Jesus Maria. Okay, schicken wir mal eine Linie vor. Wird das Autofeuer aus, nur falls eine Einheit noch näher kommen sollte. Ich jetzt sage, du sollst schießen. Das ist eine sehr merkwürdige Formation. Aber diese Formationsbugs sind ja auch bekannt, ne? Egal. Ich glaube, es wird trotzdem gut. Anlegen und. Ich höre irgendwie überhaupt nichts. Warum ist denn das alles aus jetzt bitte? Also ich werde hier langsam echt noch verrückt. Es ist insofern schön, weil wir diese ätzenden Wölfe hier nicht mehr heulen hören, aber... Schauen wir mal hier. Wir haben den schon mit zwei Salven auf die Hälfte dezimiert, ne? Das ist mal ein Ergebnis der Infanterie, das ich hier sehen lassen kann. Oha.
greif ihn auf. Wow, krass, ey. Jetzt schießt du tatsächlich rein, ne? Der war knapp im, der war tatsächlich hier knapp im Modus. Aber da merkt man wieder, wie wichtig das ist. Dass man sich hier um eine gescheite Micro bemüht. Die müssen wir enger formieren. Also diese Kavallerie hat natürlich auch keine Chance gegen unsere Linie. Da mache ich mir jetzt auch... Ja. Okay, jagt sie vom Schlachtfeld. Wie es so schön heißt. Mal den Nahkampfmodus hier bei dir aus. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Der kann mit seiner Artillerie hier runterfeuern. Das sind so, wie nennt man das bei den Piraten? Bei Pixel Piracy gibt es die Dinger auch. Da heißen die dann irgendwie Swivel Gun oder sowas, glaube ich. So Schwenkgeschütze. Möchte da natürlich nur ungern irgendwie jetzt durchbrettern. Mach das Autofeuer aus. Oh Junge. Die Einheit hier werde ich tatsächlich nicht verfolgen. Wir machen hier wieder das Feuern, wenn bereit an. Dürften wir eigentlich nichts verlieren hier? Genau, die müssten doch jetzt eigentlich auch schießen, ne? Sehr gut. Unsere Kavallerie wird sie niederreiten wie Gras. Komm, das ist doch hier ein super Kessel. Schieß doch da mal rein. Sehr gut. Ich lasse die auch nochmal so positionieren, dass sie hier volle Salven reinschießen können. Wie wär's denn?
wenn du mal die Bürger mit Musketen angreifst. Die haben dir ja schon so ein paar Jungs weggeschossen. Okay, die Pikiniere da, die sind auch so gut wie down. Hier mal das Autofeuer aus. Kannst du jetzt nochmal anmachen. Das Problem ist wahrscheinlich, wenn er jetzt auf die schießt. Er schießt vielleicht gar nicht auf die, ne? Doch, tut er. Sehr gut. Positionieren uns hier nochmal um. Ah, die Bürger mit Musketen haben keine Chance gegen die Linie. Wobei, also immerhin, das waren mal 120 Mann. Also im Nahkampf, der killt echt viele, ne? Das muss man tatsächlich sagen. Guck mal, die sind auf 87 Mann runter. Die killen sich ja nicht gegenseitig, ne? So, wie gesagt, das sind Bürger mit Musketen. Was brutal, was der für Defense- und Angriffsboni bekommt. Oder Moralboni vor allen Dingen, ne? Ich meine, der verteidigt bis zum letzten Mann und du hast aus irgendeinem Grund dich hier in Nahkampf verwickelt, aber okay, gut, auch hier wieder gilt, das sind Bürger mit Musketen, das schaffen wir doch. Ja, die Linie hier hat noch Munition ohne Ende. Jetzt wanken die erstmal bei 6 Mann, ne? Besorgt, wankend. 4 Mann. Ja, die werden bis zum letzten Mann kämpfen, da mache ich mir keine falschen Vorstellungen. Aber es ist ganz okay, der Kampf draußen liegt uns natürlich noch mal ein bisschen mehr. Auf offenem Feld sind wir einfach hier mit der Feuerkraft auch noch mal deutlich überlegen. Wobei seine Infanterie-Milizregimenter, die sind ja jetzt auch nicht so zu verachten. Okay, immerhin, den Typen haben wir auch down. Dann kommst du jetzt bitte da runter und zwar ganz, ganz schnell. Und am besten machst du es wirklich so, dass wir den Gen vielleicht down kriegen. Ja, die wanken auch schon. Sehr gut. Ja, ne, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung hier massiv auf Linie zu setzen. Die ist halt einfach so viel besser als alles andere, was man kriegen kann, ne? Jetzt kommt sein Gen. Was versucht er jetzt noch? Wollen wir da kein Bonus aus? Genau, wir schießen hier fleißig. Durch dieses Tüllenbajonett können wir ja tatsächlich auch relativ einfach wieder in den... Also wir können tatsächlich, glaube ich, sogar mit dem Bajonett drauf feuern. Ja, da, die Linie noch bei 80 Mann. Auch gut. Ich glaube, da kann auch nicht mehr viel kommen. Deswegen gehst du jetzt in den Nahkampf. Es reicht, meine ich, jetzt, wenn wir eine Linie hier vorne dran stellen, die einfach nur hier dicht macht, dass hier nichts mehr rauskommt. Deswegen will ich da versuchen, hier dieses Haus einzunehmen? Nicht wirklich, ne? Was ich eher sagen würde, ist, versuch doch du mal, zeig dir mal, wo läufst du jetzt lang, wenn ich dich jetzt hier runterschicke? Du läufst auch hoffentlich hier hin. Ich weiß es nicht, ich schicke ihn jetzt einfach mal darüber. Und schieß dir nochmal auf den Gen. Die letzten Bürger Polens und verteidigen ihr Vaterland. Ja, okay, gut.
Dieser 50 Mann runter. Ich habe jetzt den General an. Oha. Der macht aber guten Schaden hier an meiner Kaff mit den dämlichen Bürgern. Komm, der hat zwei Flanken gerade, der Typ. Also die Linie hier hat definitiv am meisten gelitten. Die ist auf 39 Mann runter. Gegen Bürger mit die hat nur gegen Bürger mit Musketen gekämpft, ne? Die hat nicht irgendwie gegen Pikiniere oder sonst irgendwas gekämpft. Nur gegen Bürger mit Musketen. Okay, krass. Also komm, gib Vollgas. Gefecht bitte beenden an der Stelle. Okay, aber ich glaube, Verluste waren relativ niedrig. Ich hätte die Kaff vielleicht auch gar nicht einsetzen müssen. Aber 230 Mann, schaut mal, gegen 1329 in der Defensivschlacht, das ist schon viel. Also, das viel gegen das wir gekämpft haben und dafür haben wir echt wenig Verluste gehabt. Ich finde das sehr respektabel. Ja. Sehr gut. Oh. Ah, da ist noch keine Belagerungs-Dingsbums-Befestigung drin, ne? Aber auf die Garnison des Militärgouverneurs in der Ausbaustufe könnten wir hoffen, finde ich. Die Treibfünder berittene Artillerie, die ist gut. Die Jäger, die sind gut. Also die Fußartillerie, die reicht mir jetzt erstmal sogar schon, würde ich behaupten. Da sollten wir dann natürlich auch die entsprechenden Technologien erforschen. Die Frage ist, holen wir es uns jetzt oder warten wir noch eine Runde? Oh, oh, oh. Gute Frage. Provinz erobert. Galizien, Podolien. Fraktion vernichtet. Polen-Litauen. Yes. Ein historischer Moment. Plus 3 auf Moral in Gefechten. Auch sehr gut. So, wir müssen jetzt überlegen, ob wir mit dieser, ob wir bei dieser wirklich doch sehr starken Armee in dieser Konstellation, wie sie jetzt ist, bleiben. Ich würde fast sagen, wir könnten es uns leisten, eine Armee aufzulösen. Oder alternativ, sagen wir mal, Unterhalt 160. 224. Oder 250 oder was das Ding komplett kostet. Kriegen wir durch irgendeine dieser Einheiten einen Garnison. Eine von denen einen Garnisonsbonus? Im Gebüsch? Nee, ne? Das sind die Dragoner mit dem Garnisonsbonus, aber die lohnen sich natürlich auch nicht als Garnisonstruppen. Die sind da viel zu teuer für. Können wir abgesehen davon noch gar nicht rekrutieren, ne? Okay. Aber wenn ich das richtig sehe. Jetzt vor allen Dingen, da wir Polen ausgeschaltet haben. Wir haben hier bald stabile Verhältnisse. Das ist sehr gut. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob ich mit der Armee hier rausrücke, um diese Kleckerreste hier zu beseitigen. Das müssen wir mal gucken. Das sehen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Aber so ein bisschen will ich bei den Armeen wegrationalisieren. Erstmal bei der natürlich noch nicht. Die Armee hier, die muss so erhalten bleiben. Ich möchte hier nur ungern auf die Steuereinnahmen verzichten. Auf der anderen Seite wird mir das eine doch sehr friedliche Provinz hier erstmal sichern.
Lauf du da einfach auf dem Weg zurück, auf dem du gekommen bist, in etwa. Und wir können jetzt auch mit den Osmanen handeln. Jawohl. Okay. Ich habe bereits angekündigt, dass ich nochmal über den Begriff Preußen sprechen wollte und dass ich auch noch darüber sprechen wollte, wovon wir jetzt reden, wenn wir von Preußen reden oder wenn wir von den Preußen reden. Und das ist eine Frage, die im historischen Kontext unterschiedlich beantwortet werden muss, weil das ein Begriff ist, der vielen Wandlungen unterworfen war. Ich weiß auch, dass das für viele eine wichtige Frage der Identität ist. Und ich will auf jeden Fall niemandem auf die Füße treten, deswegen halte ich mich hier mit einer eigenen Meinung erstmal zurück. Aber ich finde eine sehr gute, zumindest nachvollziehbare Analyse findet man in dem Buch von Hartmut Bogmann Ostpreußen und Westpreußen, Deutsche Geschichte im Osten Europas. So heißt diese Reihe, in der dieser Band erschienen ist. Und er setzt sich eben mit dieser Frage auseinander und ich möchte hier in einzelnen Auszügen ein bisschen was aus seinem Werk wiedergeben und möchte das versuchen, so ein bisschen historisch einzuordnen. Er widmet sich da zunächst erstmal der Frage, ob die Herrschaft Polens über die weitreichenden Ordensbezirke, ob die als eine Art Fremdherrschaft empfunden werden kann. Und dementsprechend natürlich die polnische Teilung oder die Entstehung eines polnischen Staates in diesem Kontext entsprechend bewertet werden muss. Und er sagt dazu Folgendes. Ich lese das mal ganz, wie gesagt, in Auszügen vor auf der Seite 255. Diesen vermeintlichen Kontinuitäten lag die Annahme zugrunde, dass die Nationen und deren Kämpfe gegeneinander schon seit vielen Jahrhunderten die historischen Ereignisse geprägt hätten. Diese Annahme ist, wie man heute vernünftigerweise nicht bestreiten kann, unrichtig. Die Vertreter der Städte und des Landadels, die sich 1454 vom Orden lossagten und dem polnischen König unterstellten, trafen keine nationale Gemeindeentscheidung, sie übten keinen Verrat an der deutschen Nation. Umgekehrt gab es damals auf polnischer Seite nicht das Ziel, aus den abgefallenen Untertanen des Ordens Polen in einem nationalen Sinne zu machen. Und dabei sollte es auch in den folgenden Jahrhunderten bleiben. Von einer Fremdherrschaft konnte ebenso wenig die Rede sein wie von einer nationalen polnischen Politik. Das ist halt eben mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es zu dieser Zeit keine Nationalstaaten gibt, sondern dass diese Wahrnehmung dieser in dem Gebiet lebenden Völker als Nationen eine moderne Interpretation ist, die darauf beruht, dass wir nur noch Nationalstaaten kennen. Keiner von uns wird nicht in einem Nationalstaat aufgewachsen sein. Er führt fort auf der Seite 256. Seit der Zeit um 1400 gibt es eine zunehmende Zahl von Zeugnissen dafür, dass sich die Bewohner des Ordensstaates, die sich politisch artikulieren konnten, als Preußen verstanden. Der Unterschied zwischen den Zuwanderern und den Einheimischen war ihnen durchaus bewusst und wurde durch die Rechtsordnung vor allem auf dem Lande konserviert. Die einen lebten nach dem Recht der Neusiedler, nach Kulmer, Magdeburger oder Lübecker Recht, während die Rechtsordnung der anderen einheimischen Ursprungs war und dadurch begründet wurde, dass diejenigen, die so lebten, prussische Vorfahren hatten oder im Westen und im Süden des Landes polnische. Auf der einen Seite finden wir zum Beispiel in Stadtrechtsurkunden scheinbar klare Unterscheidungen zwischen Deutschen und Nichtdeutschen. Manchmal werden diese Nichtdeutschen spezifisch bezeichnet, als Prussen, als Polen oder auch als Slawen und Leute wendischer Zunge. Doch auch der generalisierende Ausdruck Undeutsche ist bekannt. Auf der anderen Seite gibt es rechtliche Bestimmungen, die dieser scheinbar klaren Unterscheidung der Bevölkerung in Deutsche und Undeutsche widersprechen. Die in Anführungszeichen Freien können Prussen sein, aber auch Deutsche. Jedenfalls die besser Situierten unter ihnen. Und es kommt hinzu, dass diese ethnischen Unterscheidungslinien nicht Kasten voneinander trennten. In Anführungszeichen, undeutsch zu sein, war kein Schicksal. Man konnte sich den Deutschen angleichen und auch für den umgekehrten Vorgang gibt es Beispiele.
nicht zuletzt im königlichen Preußen, wenngleich weniger in den großen Städten als auf dem Lande. Wir müssen uns das vor Augen führen, dass der Begriff Deutsch, der ja offenbar hier auch in den Quellen vorkommt, in erster Linie den Geltungsbereich einer Rechtsgemeinschaft bezeichnet und die Zugehörigkeit zu einer Rechtsprechung. Es ist also anders zu sehen als eine Nation, in die man hineingeboren wird, zum Beispiel durch Abstammung, ne? Die Bezeichnung Prusse oder Preuße konnte noch im 15. Jahrhundert denjenigen meinen, der in einer schlechteren Rechtsposition auf dem Lande lebte und im Vergleich mit den Bauern, die unter kulmischem Recht standen, benachteiligt war. Das ist jetzt übrigens Seite 258, ne? Und ich habe eben einen kleinen Einschub gemacht. Ich hoffe, ihr habt das gemerkt. Ich möchte das an der Stelle nochmal sagen. Es geht weiter. Trotz dieser negativen Bedeutung des Volksnamens Preuße wurde dieser im 15. Jahrhundert zu einer Bezeichnung für alle Bewohner des Landes. Man findet diesen Sprachgebrauch bei Geschichtsschreibern, aber auch dort, wo sich Widerstand gegen die nun als landfremd aufgefassten und bekämpften Ordensritter artikulierte. Auf polnischer Seite war von Preußen als den Einwohnern des Ordensstaates gleichfalls die Rede, und zwar auch im Hinblick auf das Kulmerland und Pomerellen, also auf die Gebiete, die immer wieder als Teil Polens beansprucht wurden. Diese neue Bedeutung des Wortes preußisch ist als Resultat eines ethnischen Wandels aufgefasst worden. Das Resultat der Ostsiedlung wurde als die Bildung von deutschen Neustämmen verstanden. Neben die Schwaben, Bayern oder Sachsen seien nun die Schlesier, Pommern und Preußen getreten. Das ist gewiss richtig, doch verdeckt die einfache Annahme, noch im 15. Jahrhundert sei es zu einer neuen Volks- oder Stammesbildung gekommen, dass man hier unterscheiden muss. Man muss danach fragen, und das ist ganz wichtig, Einschub von meiner Seite, zum Beispiel, damals von Preußen, also man muss danach fragen, wer denn zum Beispiel damals von Preußen sprach. Repräsentanten der großen Städte und des Adels, Auswärtige, denen sich die Sache anders darstellte, als sie in der Innenperspektive aussah, oder Gegner zum Beispiel der polnischen Geschichtsschreiber. Gewiss war die Muttersprache der meisten von denen, die sich nun als Preußen verstanden, das Deutsche. Notwendig aber war diese Übereinstimmung nicht. Und ein Widerspruch zwischen der Meinung, Preuße zu sein und der deutschen Muttersprache auf der einen Seite und der Zugehörigkeit zum polnischen Reich auf der anderen, brauchte nicht zu bestehen. In diesem Zusammenhang löst sich auch die so leidenschaftlich diskutierte Frage, ob der ärmländische Domherr und Astronom Nikolaus Kopernikus denn ein Deutscher gewesen sei oder ein Pole, in nichts auf. Dass der in Thorn geborene Kopernikus in einem deutschsprachigen Milieu aufwuchs, dass er Deutsch sprach und auch Deutsch schreiben konnte, dass es kein Zeugnis dafür gibt, dass er sich der polnischen Sprache bedient habe, wird sich wohl nicht leugnen lassen. Dennoch führt die Frage, ob er denn nun ein Deutscher oder ein Pole gewesen sei, in die Irre. Die Sprache, in der sich Kopernikus normalerweise schriftlich ausdrückte, war das Lateinische, denn er war ein Gelehrter. Die Rechtsverhältnisse, an denen er sich orientierte und in denen er als ein Repräsentant des ärmländischen Domkapitels wirkte, waren die im Jahr 1466 geschaffenen. Im Konflikt zwischen dem Erlland, das zur Krone Polen gehörte, und dem Herzogtum Preußen stand Kopernikus selbstverständlich auf der ärmländischen und insofern auf der polnischen Seite. Bei anderen Gelegenheiten konnte er Preußen als sein Vaterland bezeichnen, wobei in erster Linie das 1466 vom Ordensstaat abgetrennte königliche Preußen gemeint war. Die Frage, in welcher Sprache Kopernikus aufgewachsen war und in welche er mit Dienstboten verkehrte, hatte damit nichts zu tun. Und ihr seht, wie ambivalent, also jetzt mein Einschub hier an der Stelle, diese Bezeichnungen dieser Zeit sind. Er kann sich auf der einen Seite durchaus als ein Pole verstehen, er kann sich auf der anderen Seite auch als ein Preuße verstehen. Das ist interessant, weil das eben eine Perspektive ist, die sich uns heutzutage eigentlich so nicht mehr direkt erschließt. Um mit diesem Thema an der Stelle, wir haben ja schon fast 10 Minuten, voll langsam abzuschließen, sei mir bitte noch einige Anmerkungen gestattet. Wir haben also erstmal die Bezeichnung für die Angehörige einer bestimmten Rechtsprechung, eine sehr permeable, durchlässige Begriffsinterpretation in dieser Zeit. Ne? Also man kann
Preuße sein, ohne jetzt Deutsch zu sprechen. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Später dann geht das über in einen Staatsbegriff, der eben mit dieser Staatsbildung durch die brandenburgische Monarchie oder aus Brandenburg stammenden Herzöge eben einhergeht, was nachher zu einer Monarchiebildung ja natürlich führt. Das heißt, wir haben da nochmal ein neues Verständnis dieses Begriffes, das entsteht und das dann in diesen sogenannten Befreiungskriegen gegen Napoleon noch einmal mit neuem Leben eingehaucht wird, möchte ich sagen. Und daraus entsteht dann später im 19. Jahrhundert langsam auch ein preußischer Kulturbegriff, der nochmal neu definiert wird mit bestimmten Wesensmerkmalen, wie das alle Nationen in dieser Zeit eigentlich tun, der sich dann aber auch natürlich stark über die Sprache definiert. Das ist aber etwas, das das Mittelalter, das ausgehende Mittelalter und die frühe Neuzeit so nicht kennen. Das ist eine Erfindung, das ist etwas, das später entsteht. Und ihr seht, ich komme da immer wieder drauf zu sprechen. Das ist wichtig für unser heutiges Verständnis von dieser Landschaft und von diesem Staat, von diesem Territorium, von dieser Monarchie. Und die Wandlungen zu kennen, ist ganz entscheidend. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen interessiert. Und vielleicht schaut der ein oder andere mal in dieses umfassende Werk von Hartmut Bogmann hinein. Ich finde es sehr lesenswert, kann jetzt nichts ansonsten zu seinen politischen Vorstellungen sagen. Ich finde, es ist recht neutral und nachvollziehbar geschrieben. Und ich wünsche euch ansonsten noch alles Gute. Wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin sage ich, macht's gut und pax vobiscum, valete.